Herzlich willkommen zurück bei Forza Horizon Online auf brovideo.de. Wir fahren jetzt tatsächlich mit der BMW Isetta. Ich habe noch keine Ahnung, was das wird. Ich habe sie auf Klasse C getuned. Das ist das Maximale, was man mit dem komischen Teil erreichen kann. Falls ihr nicht wisst, was das für ein Auto ist. Das ist so eine Uraltkutsche von BMW. Da macht man vorne tatsächlich die Tür auf. Also jetzt quasi an der Front, wo man sonst den Motor sehen würde, und steigt von vorne in das Auto ein, statt von der Seite. Dann macht man die Klappe wieder zu, hat dann so ein kleines, ulkiges Lenkrad und ja, dann wird das Ganze recht spaßig. So, ich hoffe, ich kann hier gleich den einen Typ nochmal auf Stumm stellen, bevor das hier losgeht. Weil einer scheint doch ein bisschen was zu labern. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, die Leute, ich weiß tatsächlich als erstes im Ziel, deswegen sind die anderen jetzt nicht ganz hinterhergekommen. Macht aber gar nichts. Man darf gespannt sein. So, das Rennen kann auch langsam mal losgehen. Da seht ihr sie. Die Isetta. Bro Video Boots und Torvus Zocken Design. Besser geht's doch nicht mehr. Wir werden wahrscheinlich keine Chancen haben, aber das macht ja nichts. Es wird einfach ein Heidenspaß. Ja, die Startaufstellung. Wir starten als Vorletzter in einem Teamrennen. Mal sehen, ob wir überhaupt irgendwas reißen können. Uff, passe. Jetzt komme ich. Ich dachte mir, wenn schon scheiße, dann mit Schwung. Ja, siehst du, einen haben wir schon mal kurz eingeholt gehabt. Von der Lenkung sind wir auf jeden Fall fix mit dabei. Immerhin haben wir 100 Punkte, das ist gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass wir in einer kultigen Isetta durch die Gegend kurven. Natürlich haben wir jetzt in der Endgeschwindigkeit nicht den Hauch einer Chance, deswegen müssen wir auf viele Kurven hoffen. Und dann geht es auch noch Offroad. Ah, da wurde schon einer zurückgesetzt. Habt ihr das gesehen? Der Wagen kann sogar driften, obwohl die Hinterreifen ziemlich nah beieinander stehen. Also, jeder Platz, den wir hier ergattern können, der nicht der letzte Platz ist, ist ein reines Wunder. So viel möchte ich schon mal vorab sagen. So, wir haben gleich die erste Runde überstanden und sind tatsächlich Vorvorletzter. Oh, jetzt werden wir einkassiert hier auf der Geraden. Haben wir trotzdem noch 100 Punkte. Ja, der Stand ist natürlich jetzt ein bisschen doof im Weg, sonst hätten wir den jetzt gleich wieder einkassiert. Der Letzte hat wahrscheinlich das Rennen schon längst aufgegeben, sag ich doch. Deswegen ist er jetzt raus. Hat den nächsten Checkpoint, haben wir keine Punkte mehr. Na siehste, da hat sich schon wieder einer ein bisschen vertan. Und ich habe schon wieder 100 Punkte. Wir mussten uns jetzt erstmal wieder einholen. Und der nächste. Na komm. Holing Wolf, du wirst von einer Isetta gejagt. Ah, jetzt haben wir den Wagen leider ein bisschen verloren. Sodass wir jetzt nicht mehr ganz an den Rand gekommen sind. Haben schon ziemlich viele aufgegeben inzwischen, muss ich sagen. Sehr schade. Guck mal, der andere kommt jetzt inzwischen auch schon wieder näher. Hoffen wir einfach, dass der... Verdammt! 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 Ey, Ram ist aber ganz schön unfair, Sportsfreund.
Na los, na los, na los. Ja, diesmal verhakt sich leider wohl keiner mehr am. Aber durch diese Kurve zum Beispiel kommen wir schneller als die anderen. Es hilft uns nur leider nichts, weil wir leider nicht. Die Frage ist, kommen wir überhaupt noch ins Ziel? So, Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Wir wollen wenigstens ins Ziel kommen. Seht ihr, das haben wir geschafft. Mit einer Isetta. Mann, 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 Mann. Das kann ja noch was werden. Ich bin trotzdem gespannt, auf welchen Platz wir am Schluss landen. Wir sehen uns also dann gleich nach dem nächsten Schnitt wieder. Oh, das gucken wir uns noch kurz an. 14.505 Gesamt-EP. Das heißt, es kann tatsächlich was werden. Vielleicht kriegen wir auch einfach ein wenig mehr EP durch die Klasse, die wir haben, weil unser Wagen halt natürlich mit Abstand der schlechteste ist. Ach ja, und vorher gewinnen wir noch 45.000 Credits. So, bis gleich. Zweites Rennen. Apostel Speech. Ein Querfeld einrennen. Mal gucken, was wir da mit der Isetta reißen können. Das ist schon wieder ein Teamrennen. Ich erzähle euch gleich einfach nochmal ein bisschen was zur Isetta, denn ihr werdet es nicht glauben. Tatsächlich stand damals bei meinem Uropa im Schuppen eine echte Isetta. Das heißt, ich saß tatsächlich schon mal leibhaftig in so einem Gefährt drin. War eine ganz interessante Erfahrung, weil so ein Auto sieht man natürlich nicht alle Tage. Oh, 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 das ist nicht gut. Ein paar drehen sich schon. Oh, natürlich, versuch mich doch wegzudrängen, ey. Da habe ich hier doch das kleinste Pferd. Lasst mich doch alle in Ruhe. Oh, 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 die Isetta kommt ins Trudeln. Und dreht sich einmal um sich selbst. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, das passiert natürlich mit so einem sehr wackeligen Gefährt auf so einer Strecke. Und fahren wir gegen den Zaun, werden wir abrupt langsamer. Schade eigentlich, wir standen gerade gar nicht mal so schlecht da. Und wieder ein Zaun. Noch mehr Zaun, Freunde, und die reißen auch am Lenkrad hier. Also wie ich das sehe, werden wir wohl wieder letzter. Boah, Alter. Der Wagen ist unkontrollierbar, wenn du den Zaun musst. Ja, das ziehen wir jetzt eiskalt durch. Ja, witzig ist natürlich auch, dass diese Isetta damals bei meinem Uropa in einem Schuppen stand. Und das macht man bei Forza Horizon. Man findet häufig alte Autos in irgendwelchen Schuppen und kann die dann restaurieren. Die Isetta ist allerdings nicht mit dabei, die kann man. Oder war die doch mit dabei? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wäre natürlich ziemlich witzig. So, jetzt fahren wir gleich zum Strand. Jetzt dürfen wir die Isetta nochmal zum Sprung bewegen. Und krachen ins Meer. Und der Wagen. Der trägt das nicht gut. Leider kommen wir durchs Wasser überhaupt nicht mehr gut voran. Ich glaube, das Rennen ist so ziemlich gelaufen. Aber auch noch so tief durchs Wasser. Das ist doch nicht deren Ernst. Das Rennen ist gleich zu Ende. Ja, wir sind ein bisschen weit abgeschlagen. Aber unser Team hat trotzdem gewonnen. Vielleicht kriegen wir trotzdem wieder genug Punkte. Weil wir ja so ein untermotorisiertes Fahrzeug haben. Ja, schauen wir uns ein bisschen Strand an. Ach, ist das schön. Ist das herrlich. Hier nochmal rum.
Mal nach links. Und das Rennen ist zu Ende. Wir sind leider nicht durchs Ziel gekommen. Hätten wir uns nicht gedreht, wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Vielleicht nicht unbedingt der vorletzte Platz, aber immerhin wären wir dann wahrscheinlich ins Ziel gekommen. Trotzdem gucken wir uns jetzt mal an, wie viele EP wir bekommen. Ja, nur 9294, ist nicht so viel. Fallen von Platz 2 auf Platz 3. Doch wenn man bedenkt, mit was für ein Fahrzeug wir unterwegs sind, können wir darauf noch immer recht stolz sein. Die Dschungelküste. Einfahrt, also quasi auch größtenteils so halbwegs Offroad. Aber da kommen wir mit diesem Wagen wahrscheinlich, mit unserer Isetta wahrscheinlich ein bisschen besser durch. Wir sind noch immer auf Platz 3 in der EP-Meisterschaft. Hör auf zu sabbeln, der im Hintergrund. So, auf geht's! Es bleibt beim Teamrennen. Leider starten wir diesmal von ganz weit hinten, sodass wir, nun ja, wahrscheinlich ziemlich schnell auf dem letzten Platz sein werden. Wagen auch schon wieder verloren. Kontrolle war weg. Aber wir sind nicht letzter bis hierhin. Oh, ich glaube, ich bin dran vorbeigefahren. Ich wusste es. Ja, das war es dann. Dann können wir eigentlich auch gleich aufgeben. Das war es schon wieder. Der Wagen ist dann doch ein bisschen zu klein und zu wackelig. So dass er nicht so wie die anderen Wagen die Flaggen noch fein mitnehmen kann. Sehr schade. Genießen wir also noch ein bisschen die Aussicht hier. Kassieren so ein paar Punkte ein. Wir werden möglichst gut fahren. Wer weiß, vielleicht kriegen wir nochmal wieder einen. Leider ist das da vor uns auch nur ein Teamkamerad. Ja, auch diese Strecke ist eindeutig zu wackelig für unser Gefährt. Aber unser Teamkamerad ist ehrlich gesagt nicht wirklich schneller. Eher langsamer als wir. Er hat seinen Wagen auch überhaupt nicht unter Kontrolle und das, obwohl er ein recht vernünftiges Fahrzeug hat, das noch nicht mal allzu viel tiefer gelegt ist, wie wir hier sehen. Oh, 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 dieser Wagen, nein! Ja, das war es dann schon wieder. Wenn er einmal ins Rotieren gerät, dann kannst du den nicht wieder einfahren. Und das passiert Offroad natürlich sehr gerne. Mal gucken, auf welchem Platz wir gleich landen in Sachen EP-Meisterschaft. Kriegen wir den noch? Kriegen wir den noch? Ja, 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 bitte. Renn, hör auf. Lass ihn nicht mehr an uns vorbei. Sauber, wir sind nicht letzter geworden. Wir haben mit der Isetta noch jemanden eingeholt und 100 Punkte gesammelt. Ja, ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Und das, obwohl ich mich so gedreht habe. Also quasi kann man eigentlich sagen, Mr. Spargoose sollte sich mit seinem Sandman-Van etwas schämen. Na, wie viel EP kriegen wir diesmal? Na, schon wieder nur 9000. Immerhin dürfen wir nochmal am Glücksrad drehen. Hab schon lange kein Auto mehr gewonnen. Das ändert sich jetzt mit dem Oldsmobile. Mein richtiger Klassiker. Wir sind übrigens noch immer auf Platz 3. Wald, eine Rundstrecke auf der Straße. Es ist das letzte Rennen und ich habe eine Überraschung. Durch die Fahrt zur Rennstrecke bin ich gerade eben tatsächlich in der EP-Meisterschaft auf Platz 1 vorgerückt. Bedeutet, in diesem letzten Rennen ist alles möglich.
Mal gucken, für was das nun reicht. So, fahren wir jetzt mal konzentriert und vernünftig. Es kommt nicht darauf an, auf welchen Platz wir landen. Definitiv kommt es darauf jetzt nicht an. Es ist mir relativ egal. Hauptsache, wir fahren eine möglichst gute Leistung. Ja, komm, zieh ruhig an mir vorbei. Du musst mich dazu nicht noch extra rammen. So bergauf kommt der Wagen ja nun auch nicht wirklich zu Potte, ne? Oh, es sind auch noch 3 Runden. Es wird ein hartes Stück Arbeit. Wo will der denn jetzt lang? Wäre nett, wenn er jetzt noch den Punkt verpasst hätte. Ah, die Spargoose ist mal wieder hinter uns. Der alte Erpel, die alte Gans. Erste Runde und wir sind nicht letzter. Oh, da kommt der Wagen schon gar nicht mehr hinterher. 164 ist schon fast zu viel für ihn. Immer schön weitermachen. Ja, da hat sich einer in den Baum gesetzt. Finde ich gut. Oh nein, die alte Gans hat das Rennen verlassen. Somit sind wir jetzt noch immer nur Vorvorletzter. Während alle anderen... Oh, Moment, da ist einer, glaube ich, gerade auch in Stocken geraten. Ja, eindeutig. Fährt sich da aber auch was zu Gang. Also Rennfahrer wird der in seinem Leben, glaube ich, nicht mehr. Oh, wir haben noch einen Platz gut gemacht. Und gleich haben wir noch einen Platz gut gemacht. Alter, wo fährst du denn lang? Kann sich kein Stück auf der Strecke halten, der Spacken, ey. Was macht er denn jetzt? Dachte der wirklich, man kann so abkürzen? Das bringt nicht viel. Und das Rennen ist auch bald zu Ende. Er ist natürlich etwas schneller. Mit etwas Glück hat er den Punkt verpasst, aber ich glaube nicht. Ich glaube, den wird er erreicht haben. Jetzt ist er gegen den Baum gefahren. Das kommt davon. Also ich kann jetzt schon mal sagen, wir werden nicht letzter. Wir werden definitiv nicht letzter. Wir haben mit der Isetta 3 Leute. Man kann eigentlich sagen, 4 Leute hinter uns gelassen. Sind ja schließlich noch welche aus dem Rennen ausgestiegen. Ja, sagen wir 4 Leute. Kann ich mit leben, ne? Kann ich auf jeden Fall mit leben. Das könnte für den ersten Platz reichen. Man darf jetzt echt gespannt sein. So, wir fahren mit der Isetta vor. Haben das Rennen gut abgeschlossen. Bekommen insgesamt auch wieder nur 9.353 Punkte. Das könnte eng werden. Da wird wahrscheinlich jemand mehr Punkte bekommen haben. Bevor wir jetzt sehen, wer der Sieger ist, darf nochmal am Glücksrad gezogen werden. Bekommen 10.000 Credits und wir schließen die Meisterschaft als Erster ab. Ich möchte mir selbst applaudieren. Danke, das war das Isetta-Experiment. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Bis zum nächsten Mal. Adieu!